Liebe Ortsbeiräte, liebe Bürger von Niedereschbach, wir haben ein Problem bei uns vor der Schule. Eltern bringen ihre Kinder morgens mit dem Auto zur Schule. Was bei uns genau passiert, erzählen wir euch jetzt. Manche Autos parken auf dem Bürgersteig. Es ist kein Platz für uns und wir müssen auf die Straße ausweichen. Das ist gefährlich. Die Straße ist sowieso schon ziemlich eng. Wenn dann Autos auf ungekennzeichneten Flächen parken, gibt es Staus, weil keiner durchkommt. Autos parken vor oder auf den Zebrastreifen. Wir können nicht benutzen und wir sehen auch nichts, denn die Autos sind sehr groß und breit. Wir müssen auf die Straße ausweichen, das ist gefährlich, weil dort die Autos fahren. Wir wissen nicht, ob die Autos parken oder anhalten. Das verunsichert uns. Die Autofahrer lassen den Motor an und bleiben mit den Kindern sitzen, bis die Schule beginnt oder begleiten ihre Kinder zur Schule und der Motor läuft weiter. Die Abgase des Autos sind schädlich für uns und die Umwelt. Oft parken die Autos auf beiden Seiten der Straße. Das wirkt für mich wie ein Tunnel. Davor habe ich Angst. Deshalb allein in den letzten 5 Minuten parken mehr als 15 Autos vor unserer Schule. Deshalb ist unser Wunsch, dass wir gefahrlos zur Schule gehen können. Ein absolutes Halteverbot würde uns sehr helfen. Wir können gerne mal morgens zwischen 8 und 9 bei uns vor der Schule vorbeischauen, um sich einen eigenen Eindruck zu machen. Haben Sie noch Fragen?